Hearthstone, jetzt gehen wir in Kartenchaos. Was gibt's diese Woche? Kiste, Kiste, Kiste. Captain Schwarzherz Schatz. Der Captain hat für alle Schätze. Für alle. Das ist nett. Sehr nett. Vor allen Dingen mit schön viel Karten drin. Aber am allermeisten für euch. Öffnet in jedem Zug eine Schatztruhe mit 3 zufälligen Karten und wählt eine davon aus. Clever. Na dann. Jetzt müssen wir ein Deck herstellen, ha? Blöd. Gut. Oder auch nicht. Wir gehen mal mit dem Paladin. Okay, wir sind alle Piraten. Nicht schlecht. Okay. Am Anfang also eine Karte wählen. Tun wir dann jetzt auch. Genau. Und da sind wohl sehr viele spezifisch auf den Paladin dann gemünzt bei mir. Verdient alle Diener außer auf jeder Seite den Diener mit dem höchsten Angriff. Oder Bolba. Das ist, glaube ich, cooler in dem Fall, weil ich ihn schon direkt auf der Hand habe und ein paar Diener sterben. Und der sich gleich mal aufpowert. Hand auflegen, Rüstmeister. Aha. Der wäre mir jetzt sehr sogar sehr lieb. Ich bringe einfach mal ein paar Einheiten aufs Feld. Gleich mal ein Geheimnis aufs Feld. Nehmen die noch aus dem Spiel. Dann beginnen wir unsere Armee an kleinen Helden hochzuzüchten. Unser Bolwar kriegt und kriegt schön fett seinen Angriff hochgepusht. Heilige Prüfung. Wenn euer Gegner mindestens 3 Diener kontrolliert, wie einen weiteren ausspielt, wird dieser vernichtet. Har. Nehmen wir den. Verdammt. Gut gespielt. Ich nur einmal ruf zu den Waffen, das wäre perfektly. Und der Chat funktioniert mal wieder nicht. Sehr schön. Na, jetzt hat.
Ich werde da gerade ein bisschen blatt gemacht. Nehmen wir die Erlösung. Oh, Malygos. Oder Edric der Reiner. Den könnte ich jetzt sogar ausspielen. Ist gut, vielleicht nochmal den Wolver nehmen. Aber jetzt nehme ich erstmal den da raus. Und im Anschluss den Rüstmeister. Wenn es so weitergeht, hat er gleich gewonnen. Weil der Diener mehr kostet, das bringt nur nichts, verdammt. Ich glaube, ich habe verloren. Also er zweimal mit dem Ding angreifen, hat noch seinen Schuss. Ne. Es sei denn, ich kriege jetzt noch eine geile Karte. Er stellt 6 Leben wieder her. Das würde mir jetzt gut helfen. Und da kommt er wieder mit seinem scheiß Schuss. Es ist ein Ein-Card-Draw gegen einen anderen fast schon das Game. Oder die Waldfee. Ja, okay, jetzt kriegt er. Jetzt kriegt er 3 gute. Das ist schlicht für mich. Ha. Ich habe nicht mehr viel Auswahl. Ich denke aber vielleicht für den Friedensbewahrer hier die bessere Wahl. So schütze ich mir zumindest mal einen. Jar direkt. Aber ich habe trotzdem verloren. Schade. Komm, Junge, das dauert mir zu lang. Ich weiß, dass ich verloren habe. Auf zum nächsten. Diesmal gewinnen wir. Vielleicht dann doch lieber, da es so lange dauert und man doch
so wenig Schaden machen kann. Offensivere Klasse. Kannst du mal ausprobieren, was für Karten ich sonst noch ziehe. Bei mir alle nicht. Ja, verdammt. Doch nur Piraten. Gut, der Schurke ist hier, glaube ich, auch keine schlechte Wahl. Oho. Das ist für einen Anfang eigentlich super. Ich habe heute übrigens meine Homepage etwas geschrotet. Bin nebenher die ganze Zeit noch dabei, diese wieder zu fixen. Klappt nicht so ganz. Das Roulette ist noch nicht drin. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das hieß. Ja, und dann sehr ärgerlich. Kann es passieren, dass ich keine Karten mehr auf der Hand habe? Ja, aber viel später. Ne? Erstmal den tödlichen Schuss. Nehmen wir doch jetzt mal den Schaden meiner Tierchen. Läuft gut bei uns. Das wird er nicht kriegen, dann wäre vielleicht ein 2-2 Spotter Wild hier ganz gut. Sollte ich in der nächsten Runde spielen? Jetzt noch. Erst das Bot nochmal clearen. Jetzt aber haben wir nicht, dann nehmen wir den Ansturm Boss. Er dürfte auch seine Fremdattacke da überleben, aber ich hau jetzt erstmal ein paar von denen da rauskommen.
Oh. Ja, auch nicht schlecht. Jetzt hat nur Scheißkarten auf der Hand. Irgendwie das Gefühl, ich werde schon wieder blatt gemacht. Bekommt man für keine Zaubersprüche auf die Hand. Du leistest ja ganz schön. Ja, komm. Fies. Random Luck. Ja, Random Luck. Yes! Wie viele Karten der hat. Ja, verarschen jetzt hat.
Und da haben wir, glaube ich, übertrumpft. Das hat gedauert. So. Bei der Website sieht es auch gut aus. Ehrlich wird's. Bis jetzt hat er sich gut gerettet. Aber jetzt war's das, wie es aussieht. Juhu, nächstes Cardpack. Lass mal gleich reinschnuppern. Was haben wir denn bekommen? Wenn ein Legendary rauskommt, lache ich mich kaputt. Du bist keiner. Du bist keiner. Du bist keiner. Und du bist auch keiner. Schade. Na gut. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns bestimmt demnächst wieder. Jeden Mittwoch. Bis dahin. Sayonara.